Hast du inzwischen einen Job? Nein, ich habe meine Fühler ausgestreckt. In alle Richtungen. Dann stehen Sie auf unserem Frühstücksfernsehen. Ja, es ist hochinteressant. Wir wissen selbst, dass es Schrott ist. Morgen zeigen wir Ihnen, was man alles mit einer Shampooflasche machen kann, wenn nur noch ein bisschen Shampoo drin ist. Daybreak ist unterbesetzt und unterfinanziert und jeder Produzent wird öffentlich verhöhnt, ist überarbeitet und die Bezahlung ist grauenhaft. Ich nehme ihn. Ich möchte Ihnen eine Stelle anbieten als Co-Moderator bei Daybreak. Nach der Karriere, die ich hinter mir habe? Kocht er denn auch? Macht er Mode? Macht er Klatsch und Tratsch? Ist nicht mein Ding. Sie sind ein überheblicher, verblendeter Idiot. Ein verblendeter Idiot, der dreimal so viel verdient wie Sie. Das wäre der ideale Zeitpunkt, um mit der Trinkerei anzufangen. Was ist denn jetzt wieder los? Mike stößt sich an einem Wort in seinem nächsten Beitrag. Es geht um Osterküken. Ich sage auf keinen Fall das Wort flauschig. Interessant, Jerry hat sie engagiert. Keine Klasse, keine Erfahrung. Morgen kocht uns Colleen das britische Nationalgericht Kartoffelbrei und Würstchen. Weil Sie sich geweigert haben, Mike. Richtig, außerdem will ich nicht zwischen Sie und ein Würstchen geraten. Ach, so schlimm war das nun auch wieder nicht. Wie zuverlässig ist dein Wecker? Wollen Sie die Quoten absolut auf Null bringen? Ihr langweiliges Nachrichtengefasel befördert alle ins Koma. Leck mich. Mike! Niemand hier kann seine Arbeit machen, weil Sie nicht dazu zu bewegen sind, überhaupt etwas zu tun! Und wieder auf Sendung. Willkommen zurück bei Daybreak. Das ist nur mein Job. Das ist nicht mein ganzes Leben. Take what you want. Das haut nicht hin, das ist nicht gut. Lecker. Machen Sie es nochmal.